Heute habe ich für euch eine absolute Perle am deutschen Penthouse-Markt. 3,2 Millionen Euro, 266 Quadratmeter Wohnfläche. Und was ihr dafür bekommt, das zeige ich euch jetzt. Ich bin der Oliver Goblirsch und ich befinde mich hier in Böblingen, im 13. und 14. Stock von einem in 2015 erbauten Hochhaus. Die Dachterrasse hat über 120 Quadratmeter Nutzfläche und ist nach Südwesten ausgerichtet. Der jetzige Eigentümer hat ein Pavillon aufbauen lassen, das den gesamten Sitzbereich bei Wunsch überdacht. In dem großzügigen Sundance Whirlpool könnt ihr entspannt mit 6 Personen die Abendsonne genießen und im Anschluss die Außendusche nutzen. Für alle Wellness-Fans unter euch gibt es zusätzlich zum Whirlpool noch ein weiteres Highlight im Außenbereich. Wir haben hier eine hochwertige Klavsauna für mehr als 4 Personen geeignet, wo ihr abends, tagsüber und zu jeder Tageszeit diesen fantastischen Ausblick von hier drinnen zusätzlich genießen könnt. Die Tür von der Terrasse hat uns jetzt hier direkt in den Eingangsbereich geführt. Von hier aus geht es über die Ein- und Ausgangstür direkt zum Aufzug, der für euch nur in diesem Stockwerk hält. Und hinter dieser schicken Designertüre verbirgt sich ein Zugang zu einem Arbeitszimmer, Kinderzimmer oder eventuell auch Ankleidezimmer, den man auch vom Wohn-Ess-Bereich erreicht. Und den schauen wir uns jetzt mal an, weil der ist das absolute Highlight von dem unteren Bereich. So, und hier sind wir auch schon angekommen. Der Wohn-Ess-Bereich erstreckt sich über 53 Quadratmeter. Alle Fenster sind großzügig, offen und bieten euch den Blick in Norden, Süden, Westen, Osten und ihr könnt die ganze Landschaft um Böblingen genießen. Der Essbereich ist sehr groß und auch modern gehalten mit sehr hohen Deckenhöhen und der Galerie im hinteren Bereich, die dann später nach oben führt. Besonders elegant wurde hier die Integration von der Theke in den Küchenbereich gelöst. Hier könnt ihr entweder morgens ein kurzes Frühstück zu euch nehmen, im Stehen ein Espresso trinken, bevor ihr losgeht, oder ihr setzt euch gemütlich hin und sprecht mit eurem Partner, während der für euch kocht. Und während der für euch kocht, hat er hier auch die tollste Ausstattung. Zum Beispiel haben wir hier ein Bora Küchenfeld mit einer integrierten Dunstabzugslösung und auf der anderen Seite haben wir hochwertige Miele-Geräte, einen großzügigen Kühlschrank und enorm viel Platz. Ihr habt eine große Arbeitsplatte und viel Stauraum als alles, was das Herz des Kochs begehrt. Wenn ihr nach dem Kochen eine kurze Pause machen möchtet oder eure Freunde zum Beispiel, die zu Besuch sind, zum Aperitif einladen möchtet, dann geht ihr einfach hier raus, weil zusätzlich zur großen Dachterrasse habt ihr hier einen weiteren Balkon im 13. Obergeschoss und dementsprechend auch hier einen wunderbaren Ausblick. Wir sind jetzt im oberen Bereich angekommen, das heißt im 14. Stockwerk. Und hier haben wir 1, 2, 3 Schlafzimmer, die auch als Kinder- oder Arbeitszimmer oder so wie hier als Ankleidezimmer genutzt werden können. Zusätzlich gibt es hier oben noch den direkten Zugang zum Aufzug, der auch hier wieder nur diese Wohnung erreicht. Und hier habt ihr dementsprechend die Möglichkeit, auch fürs Alter barrierefrei zu wohnen, beziehungsweise auch wenn irgendwas Sperriges ist, direkt hier über den Aufzug reinzukommen. Ein weiteres Highlight hier im Penthouse ist absolut dieses Wellnessbad, das ich euch jetzt zeigen möchte. Ihr seht, wie ihr hier in dem Parkett, der in der gesamten Wohnung verläuft, reinkommt, hier auch in die Toilette gehen könnt und ab hier über einen Absatz in den kompletten Fliesenbereich gelangt. Großes Spiegelelement mit den Spots passend angebracht. Wir haben hier ein großes Doppelwaschbecken, eine sehr elegante Badewanne freistehend. Und dann geht es hier hinten noch in den Duschbereich. Und alles ist voll mit Licht umschlossen. Wir haben ein Tageslichtbad, das seinesgleichen sucht. Weil hier geht es dann auch noch direkt auf den Balkon über. Genauso wie im unteren Bereich haben wir jetzt nochmal einen weiteren Balkon. Das heißt, eine große Dachterrasse, 2 große Balkons. Und ihr seht wieder diesen fantastischen Ausblick. Wenn du ein Penthouse-Fan bist und dir die Wohnung richtig gut gefallen hat, dann melde dich bitte bei mir und dann schauen wir uns die Wohnung gemeinsam bei einem Besichtigungstermin an. Und wer weiß, vielleicht bist du bald schon der neue Eigentümer und kannst diesen fantastischen Fernblick genießen.